Ich glaube, wir leben in einer sehr, sehr aufregenden Zeit. Und es ist im Moment wichtiger denn je, dass man in Beziehung geht, in Beziehung zu dem, was einen umgibt und auch in Beziehung zu sich selbst. Und eine Beziehung fängt immer damit an, dass man über sich selbst redet oder seinen eigenen Kosmos darstellt. Und da ich eben mitten in Europa lebe und schon einen fulminanten Zusammenbruch miterlebt habe in der Wendezeit, denke ich eben seit eben dieser Zeit über diese Fragen nach und beschäftige mich sozusagen mit der Identität Europas oder mit meiner eigenen Identität. Und beides kommt eben auf wunderbare Weise jetzt zu einem Statement hier in dieser Ausstellung mit Bildern. Also ich habe, weil wir eben in Europa sind, diese Kunstgeschichte sehr geliebt. Auch als Kind schon habe ich mich mit der Renaissance und mit Goya und mit verschiedenen anderen Malern auseinandergesetzt. Und darauf beziehe ich mich eben in der Formensprache auf die Figur, die ja seit Jahrhunderten in Europa eine Riesenrolle spielt. Ich habe ursprünglich so ziemlich alle Techniken gelernt, die man überhaupt nur lernen kann. Ursprünglich Außenwandmalerei, deswegen kann ich auch in sehr großen Dimensionen arbeiten. Ich habe Grafik gemacht, ich habe Malerei gemacht, ich habe Zeichnungen gemacht. Also in fast allen Techniken mit Bühnenbild habe ich gearbeitet. Und ich bin jetzt ganz bewusst auch auf das Schwarz-Weiß gestoßen, weil ich das Gefühl hatte, unsere Zeit wird immer schneller und immer dramatischer. Und ich habe immer mehr zu erzählen auch darüber, dass ich schneller vorwärts komme. Wenn ich eine Zeichnung mache, kann ich sehr viel mehr Inhalt rausbringen. Ja, und dann sind auch diese ganz großformatigen Zeichnungen eben entstanden. Außerdem hat dieses Schwarz-Weiß für mich auch nochmal eine Anschärfung. Indem ich die Farbe rausnehme, sehe ich die Kontraste besser und die Dramatik des Geschehens auch besser. Ja, das ist auch ein sehr schönes Sinnbild für Europa. Und wenn ich mir überlege, wie tief hier im Keller erschüttert und erschachtet wird, und ich hier manchmal fast durchgerüttelt werde, wenn ich da vorne zeichne, dann denke ich, das ist ein unglaubliches Bild, wie tief wir schürfen müssen in Europa, in unserer Geschichte auch, um zu gucken, wo geht's hin und wo kommen wir her. Weil es geht nur dahin, wo wir begriffen haben, wo wir herkommen. Görlitzer Fries deshalb, weil ich ihn einfach hier mache und weil ich einfach den Ort auch sozusagen etwas schenken möchte, dass er integriert ist in dieses ganze europäische Projekt, weil sich hier so viel Mühe zu geben und so viel zu investieren in meine Arbeit, muss ich ja auch sozusagen in gewisser Weise dankbar sein. Deshalb ist mir das ganz wichtig, dass irgendwas in das Projekt einfließt, was mit diesem Ort zu tun hat. Und es wird sicherlich, erstens mal wird der wahrscheinlich einen Namen tragen, der mit einem berühmten Görlitzer zu tun haben wird. Und zum Zweiten habe ich hier an der Kirche, da gibt es so einen großen Bogen oben und da sind auch ganz viele mystische Tiere, die so vor dem Bösen schützen und eigentlich auch selber böse sind. Das sind zum Teil Tiere, die aufeinander losgehen und wo die Schwänze miteinander verknotet sind und sehr, sehr spannende Sachen. Die werde ich mir auch noch genauer angucken und das fließt natürlich hier alles mit ein. Außerdem gab es hier Hexenverbrennung. Hier ist eine unglaubliche Geschichte, die weit bis ins Mittelalter zurückreicht, überall spürbar und das nehme ich alles auf.
dabei. Es ist in jedem ein Bezug zu den heutigen Tagesaktualitäten drin. Und man muss sich die einfach ganz genau angucken. Die Wächterinnen haben ja hier nicht umsonst so eine große Bedeutung und sind so zentral, weil sie eben wirklich jeden Tag aufpassen wollen, dass wir unsere europäischen Werte sozusagen wiederentdecken oder auch pflegen und hochhalten. Und die alternativen Wahrheiten untereinander, dass man das überhaupt unterscheiden kann, was ist wahrhaftig, was ist wirklich wichtig, dass man das Wichtige vom Unwichtigen trennen lernt, wieder, weil wir sind alle sehr verwirrt. Wir haben unglaublich viele Informationen und es ist sehr schwer, sich durchzuarbeiten zu einer wirklichen Wahrhaftigkeit.